Ja, und wieder mal ein herzliches Willkommen zu Let's Play Saints Row the Third. Im letzten Part haben wir mein Auto verbessert. Und zwar den Attrition. Ich sage einfach meistens Lamborghini immer, weil er mich immer an ihn erinnert. So. Ja, genau, das war die richtige Farbe. Und wir fahren dort jetzt hin und machen einen kleinen Streit mit den Polizisten. Aber das Auto fährt sich viel besser dann, wenn es voll aufgewertet ist. Also, das werden wir natürlich auch noch machen. Was ist das für eine Kackmusik? Mix. Please give me a challenge. Ah, das sind so Wellen. Ja, das ist jetzt etwas schwieriger. Oh! Ah, jetzt kommen meine Freunde, die Saints. The Saints rule everywhere. Ich denke, ich sollte in Deckung gehen. Noch 5 Gegner. Oha. Ich muss kurz die Umgebung wechseln. Okay. Naja, eigentlich sollten die Sterne dann weggehen, wenn man es geschafft hat, aber wieso auch sie, tun sie das hier nicht. Oh, die Waffe stecken wir wieder weg. Ja, es ist ja schon gut. Ja, das ist das Problem, wenn man noch nicht so viele Waffen hat. Man kann die Bandenoperationen nicht so leicht und die Polizisten nicht so leicht abknallen. Und deswegen werden wir jetzt Steelport, ich komme, machen. How
How's the crew settling in? Man, we gotta get a new place. That studio shit ain't working at all. Spent too much time in posh hotels? I can't help it that the rest of the world treats the Saints right. Doesn't mean we should get soft. I hear you. Listen, das sind Deckers. Das sind die blauen Wichser. Es gibt natürlich auch grüne, rote und violette Wichser. Wobei die violetten Wichser wir sind. Ja, komm schon, fahr ja jetzt nicht ins Wasser. Ja, fahr mir nur schön hervor, du blöder Idiot. Und meine Lampen hat er mir auch kaputt gemacht. Schwulettenking. Jetzt fahren wir zu Pierce. Ja, okay, das war eine gute Abkürzung. Eben nicht, das war keine gute Abkürzung. Dieser schwule Sau hat mich da runtergeschmissen. Naja, ist ja auch egal. Nein, Wasser. Schwimmen wir schnell darüber. Sag mal, willst du mich vereiern? Boah, blub. Kann man die Boote eigentlich klauen? Yeah, die kann man sogar klauen. Miami. Das wusste ich gar nicht. Aber ich weiß was anderes. Um das Wasserfahrzeug zu besteigen. Mann, wie pervers seid ihr denn, Jungs? Dann habe ich mich wohl hier geirrt. Ah, mein Arm beißt. Wo ist die Straße? Wo ist die Straße? Straße. 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 I'm here to help. Das war die Begrüßung. Und das ist das Verhöhnen. Did you want some? Did you want some? Ich widerrufe meine Aussprache von vorhin. Die Limousinen sind doch nicht selten. Aber gibt's hier mal ein Auto, das ich klauen kann? Ich nehme das. Yeah. Wir hatten so eine fette Nutte drauf. Fahren wir zu Pierce. Ja, das sind kleine Archivmans im Spiel. Zurückgelegte Distanz. This car could use a little tune. Let's find the rim jobs and get it cleaned up. Yeah, fine. Shawnee's taking this thing again pretty hard. I'm not exactly happy either. I know, but you're always pissed off. Pierce, das ist der Typ, der im Anfangsvideo verprügelt worden ist. I have faith in her. Im Anfangsvideo. How long were you rolling with Gat anyway? Since I joined the Saints. Been a while now. Shit, what was he like back then? Pretty much the same. He just had a shittier haircut. Ja, sie reden jetzt über die Vergangenheit, also um Johnny Gat.
Dazu müsste man die anderen Spiele gespielt haben. Ich habe nur den zweiten Teil gespielt, den ersten nicht, den gab es damals nicht für die PlayStation. Den habe ich mir dann auch für die Xbox gekauft, aber ja, ich habe den ersten eigentlich nie gespielt. Und irgendwie habe ich auch keinen Bock darauf, denn wer Saints Row 3 spielt, der braucht nicht was anderes spielen. Cars got some more style. Now it's our turn. Head to Planet Saints. Da ist eine Bandenoperation. I don't need any help there. We need some driving music. As long as it's good. Das lassen wir. Das ist das Syndikat. Das höre ich jetzt schon. Das sind die Roten von diesem komischen Felipe, den wir verarscht haben. Die zwei singen jetzt, also Pierce und ich. Jetzt kann ich nichts reden, aber es ist egal, die Reds singen ja eh nur, das ist... Ich will mir keine Kleidung kaufen. Tue ich auch nicht. Warum gehen wir? Ah, oh, wie es aussieht, muss ich mir irgendwas kaufen. Naja, okay. Ich will die nicht tragen. Okay, Piercings. Nehmen wir die da. Und nochmal Piercings. Kleiderschrank. Kaufe ich sie mir halt nochmal. Time to go. What the fuck is that thing? Something angry. Very angry. Ey Mann, wer war das? Bist du noch ganz dicht? That or something sounds right. Jetzt bin ich ihm leider nicht ausgewichen. Jeder normale Mensch wäre bei diesem Schlag schon längst tot. Good plan.
Dance, baby, dance. Komm, Piers, schnappen wir uns einen Wagen und verschwinden hier. That pickfucker was enormous. A little bit of an understatement. I've seen some scary motherfuckers. So, jetzt haben wir drei scheiß Syndikatsterne. Well, he's dead. At least I hope. Hear that. Das sind Snapper, was das Syndikat hat als Spezial. Monster. Jede Organisation hat einen gewissen Teamführer, der was ziemlich stark ist. Und beim Syndikat wäre das halt der Sniper. Aber es gibt noch andere, also bei den Deckers und beim Lucadors. Aber ich will dieses Auto haben. Ja, wenn wir jetzt in unser Haus gehen, also in unserer Wohnung, dann ist das alles weg. Und Mission ist geschafft. Steelport, ich komme. Geschafft. Fortfahren. Ja, das ist schön. Das ist auch schön. So, da würde ich sagen, können wir hier auf unsere Garage zugreifen? Garage, ja, können wir sogar. Benutzer definiert, Leistung. So, noch 3200 und er ist voll aufgewertet. Nee, meiner hatte gar keinen violetten Ding, sondern roten. Rot, glaube ich, war das. Ich glaube, das war rot. Okay, dann war es halt nicht rot. Dann war es grün. Ist ja egal. Ich lasse jetzt violett, ich schaue dann später nach und dann ende ich es um. So, wir sind jetzt hier in unserem Zimmer. Da liegen überall Raketenwerfer um und um. Lustig ist, wir können keinen einsetzen. Und wo ist... da ist er. Das ist so geil, Mann. Ich kann ihn nicht nehmen. Ja, okay. Ich werde jetzt hier speichern. Denn ich werde ja nach jeder Mission speichern, das hat einen bestimmten Grund. Ich kann euch so jetzt sagen, das wird ein interaktives Let's Play, also ihr dürft den Weg dann selbst wählen. Ich werde natürlich beide Enden zeigen, denn es gibt bei manchen Missionen, da kann man zwei Wege wählen. Und natürlich will ich euch nichts vorenthalten, dann wird gezeigt, was man bekommen hat und so. Ich weiß es bei einigen Dingen selbst noch nicht, also das sehen wir aber dann, wenn es soweit ist. Also... ja, habe ich jetzt gespeichert. Naja, doppelt hält besser. So, dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Part. Also, bis dann!